Ja, also dann herzlich willkommen zurück zu Crush Online, Wanderer of Time. Betreten wir mal wieder die eine Welt, die existiert. Es ist nicht so, als gäbe es hier wirklich mehrere Server, abgesehen davon, dass es 5 Kanäle auf dem einen Server gibt. Ich würde sagen, wir gehen auf Kanal 3 dieses Mal. Nochmal herzlich willkommen an den Chats. Wir könnten jetzt theoretisch mit Uschi weiterspielen, die wir schon auf Level 27 gebracht haben. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht probieren wir einfach mal die anderen Klassen aus, bevor wir mit der weitermachen. Schauen wir uns doch einfach mal die restliche Welt an. Wir haben ja beim letzten Mal mit Erion angefangen. Machen wir uns jetzt doch einfach mal einen Arslan-Charakter auswählen und dann spielen wir mal einen von den DDs hier, von den Punishern. Die mit Dölchen und Dölchen vor allen Dingen. Mit Dolchen und Bögen umgehen können. Sieht merkwürdig aus mit dem Bogen. Ja, machen wir uns doch erstmal einen Charakter. Wow. Ich bleib bei den Klamotten. Kann gleich wieder lustig werden, einen Namen zu finden. Aber erstmal brauchen wir schöne Augen. Erstmal brauchen wir generell irgendwen. Ja. Die Auswahl ist echt gering. Ich glaube, wir bleiben hierbei. Welche total schwachsinnige Haarfarbe können wir uns nehmen? Dieses Mal nehme ich aber grüne Haare. Also dieses Mal nehme ich wirklich grüne Haare. Terra. Oh ja. Perfekt. Sonst noch irgendwas, das ich hier ändern wollen würde? Dragon Slayer Set, Athletics Set. Genau, du mich auch. Ich glaube, die sind hier sowieso nur Previews. Ja. Ah. Schade. Nenn ihn Horst. Nein, also Horst würden wir, wenn, dann unseren Tank nennen, wenn wir einen anfangen würden. Nicht den Punisher. Wie könnte man denn den DD nennen? Also wir haben Uschi, wir könnten versuchen Horst zu erstellen, aber ich wette Horst ist vergeben. Dis. Als ob das nicht vergeben wäre. Ich will aber auch gar keinen Charakter, der Dis heißt. Günther. Günther ist auch gut. Ich wette, wir erlauben keine Umlaute, aber wir versuchen so mit Günther. Nein, wähle einen anderen Namen. Steht einfach nur, wähle einen anderen Namen. Ich vermute mal, das ist das Ü. Kein weiterer Kommentar darüber, warum das nicht geht. Nicht der Name ist vergeben oder so. Nein, nimm anderen. Günther ist schlecht. Vergilius. Nein, danke. Ich brauche keinen Virgil. Ja, den Titus. Oh ja. Er ist nicht der Hauptcharakter. Ugh, warum war das denn nicht vergeben? Ugh. Ich habe mich bei Uschi ja schon gewundert. Der Titus war auch nicht vergeben. Ja, gut, spielen wir jetzt Titus. Welt betreten. Gott, der mit Titus. Ui, ich bin schon wieder zu spät. Ich skip die Dialoge jetzt erstmal, weil ich merke jetzt schon, dass es der gleiche Dreck wieder sein wird. Slime! Wow! Also, direkt am Anfang des Spiels, der DPS-Unterschied ist lächerlich groß. Schon allein in den Auto-Attacks, im Gegensatz zu unserem vorherigen Charakter. Warum kommt da eigentlich jemand fürs Bild? Wie klappe, ich mache meine Quests. Was können wir denn mit ihm? Scharfe Kanten... Danke. Scharfe Kanten verursacht eine blutende Wunde 65 plus 16 Schaden. Also einfach nur... Damage! Damage, Damage, Damage! Störung der Macht erhöht euren Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit um 20%. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Pfeilhagel verursacht 70 plus 16 Schaden an bis zu 5 Gegnern, verlangsamt getroffene Ziele für 3 Sekunden. Und Wirbelsturm. Oh, 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 kann ich ein Klingenmeister sein? Lass mich, mach das mal. Ich kann ein Mini-Klingenmeister sein. Bleib leider nicht aktiv. Ah, dafür habe ich aber auch enorme Mana-Probleme. Verglichen mit unserem anderen Charakter. Ja, enorme, enorme Mana-Probleme. Ja, gut. Gib diese Floyd. Floyd ist da drüben. Das hier ist nicht Floyd. Ich wollte zwar ursprünglich weiter mit Excel und PowerPoint arbeiten, aber wenn du streamst, ist ja auch lustig. Außerdem, morgen Marc. Herzlich willkommen im Chat. Ja, da bin ich endlich. Hier, nimm... Ich werde nie aufhören, aus Versehen auf Quest zu drücken. Leben plus 100 Schaden plus... Ja, gib mir Schaden plus 4. Dödle, dödle, dödle.
Anlegen, okay. Ja, immer her damit. Außerdem Schaden hoch. Mach's. Hallo? Unbesiegbarer Schleim des Todes! Was ist los? Dude! Sind wir disconnected oder was? Hab ich was verpasst? Ach! Wow! Jesus! Hilfe! Ah, okay. Ja, doch. Es ist tatsächlich die Internetverbindung gewesen. Ich sehe gerade den Stream einbrechen und das Spiel hat auch gerade nicht reagiert. Also die Verbindung bricht gerade zusammen. Das ist nicht schön. Außerdem der erste Meisterschaftspunkt. Ha, so lässt sich natürlich schlecht spielen. Wenn es so weitergeht. Die Auswirkungen auf das Spiel sind ziemlich phänomenal grauenhaft, um es mal so auszudrücken. Um nicht zu sagen, so ist das Spiel unspielbar. Ja, hat aber auch viel Schönes, ne? Hallo? Matheot 5. Du kommst gerade richtig, um zu sehen, wie dieses Spiel aussieht, wenn man Internetprobleme hat. Geh mal sterben, Schleim. Wir stellen uns dann so lange mal hier irgendwo in die Ecke. Ja. Ne? Und dann müssen wir wohl oder übel mal kurz eine Pause hier einlegen. So, versuchen wir es einfach nochmal. Es könnte unter Umständen weitergehen oder es bricht gleich wieder alles zusammen. Wir schauen mal. Stirb, Schleim! Das müssen wir nochmal machen. Beasting und Snake Leather. Nope, immer noch Internetprobleme. Ha. Sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Aber jetzt gerade ist es nur hier im Spiel. Moment, ich wechsle mal den Kanal. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es irgendwas ändert, aber wir gehen mal auf Kanal 2 rüber und gucken, was passiert. Bewegen. Ja, ich will wirklich nach Kanal 2 rüber. Seconds for channel moving. Funk. Ist ja immer noch der gleiche Server. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da irgendwelche Unterschiede sind.
Aber bis jetzt kenne ich das Spiel auch noch nicht sonderlich gut. Also es könnten Unterschiede sein, die ich einfach nur nicht kenne, verstehe oder so. Mhm. Soweit sterben die Schleime. Schon mal nicht schlecht. Außerdem, hallo Link-Fan. Tötet die Biene. Du erhältst Fragment of Spellstone. Du erhältst Bean Needle. Alle gehen sterben. Du erhältst Bean Needle. Erhältst Fragment of Spellstone. 1, 2, 3, 4. Zack, tot. Soweit so gut, soweit so gut. Und auf einmal läuft es flüssig. Ja, momentan zumindest. Wie gesagt, ich habe keine Garantie, dass es jetzt so bleibt, aber solange es so bleibt, ist ja schön. Zack. Und nochmal Mahlzeit, Shanti. Wie war dein Halloween? Ich feiere nicht wirklich Halloween. Wir hatten kein Halloween. Darf ich dir Wikia empfehlen? Was? Welches? Zack. Ja, ich kenne Wikia. Thump. Beasting 5. Snake Leather 5. Wuhu. Alle sind glücklich mit uns. Dann gehen wir den Quest noch bei Floyd eben abgeben. Hey Floyd. Ja, hier, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Dadla, dadla, dadla. Spellstones mal 50 und Helmet of Honor. Ich muss mal eben hier meinen Ring wieder hoch aktivieren. Hab ich irgendwelches Equip gekriegt? Ja, hier. Setz mal auf den Kopf den Helm. Mission complete. Benutze eine Health Potion, benutze eine Mana Potion. D, F. Sprich mit Shaya. Öffne außerdem Meisterschaftsdingen und Schaden plus, Angriffsgeschwindigkeit plus, mal einfach Schaden plus. Was haben wir in Submastery? Rüstung, Rest, Trefferpunkte. Komm. Damage! 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 Crit Hits, Angriffsgeschwindigkeit hoch. Ja, Angriffsgeschwindigkeit bitte hoch. Mehr Angriffsgeschwindigkeit hoch. Zack, bumm, Damage. Hallo Shaya. Es gibt einen Kingdom Hearts Wikia, ist aber auch viele nun ja leicht etwas schmutzige Wikia. Boah. Ich glaube, das habe ich mir sogar irgendwann schon mal angeguckt. Nächste, 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 nächste. Sprich mit Frey, du kannst ihn im Trainingslager finden. Ja. Ne? Da waren wir ja noch nie, dann gehen wir mal rüber. Training Camp. Was wir mal machen können, wäre... Oh, M zu drücken, um zu sehen, wow, ja, ne? Also generell ist gerade relativ wenig los hier auf der Welt, viel ist grau. Ganz davon ab, die Fraktion, die ich gewählt habe, ist hier sehr, sehr untervertreten momentan. Ich habe das Gefühl, ich wäre leicht, in Gefahr, sobald ich das Gebiet verlasse. Um es mal so auszudrücken, was wollen wir haben? Schaden plus. Gib her, Schaden plus. Auf zu plappern, bla bla bla. Hm, was? Yanara, this is Halloween, this is Halloween. Ja. This is Halloween, this is Halloween. So, das Lied muss man auch einmal zu Halloween hören. Ren, komm mal her. Ja, ich weiß, dass du Händler bist. Ich habe hier Verkaufsgegenstände für dich. Fump. Außerdem Spellstones abholen. Außerdem Erfolge. Irgendwo hier, da. Töte ein Monster. Juhu, ein Kristall. Kaufe eine Return Scroll von Ren. Ja, können wir eigentlich direkt mal machen, wenn wir hier stehen. Kaufen! Ja, gib mir mal nochmal 4 Stück. Wir kriegen nachher sowieso noch welche per Quest. Artifact Merchant gibt uns einen Quest. White G-Buffer, Black G-Buffer. Außerdem öffne ein Inventar mit I und erweitere es. Brauchen wir aber 5 Juwelen. Oh, okay, unsere Charaktere haben gescherte Juwelen. Die sind Account-gebunden und nicht Charaktergebunden, wie es aussieht. Dann ist es ja mega einfach, Juwelen zu kriegen. Dann muss ich mir ja nur neue Charaktere machen, um Juwelen zu farmen. Ha. Huh. Okay. Charm, you too.
Punkt. Mission komplett. Erweitere dein Inventar. Sehr gut. White Sheeper for Black Sheeper for. Ja. Dann gehen wir mal eben die Viecher umbringen. Das Balancing zwischen Fraktionen in Online-Spielen ist immer ein bisschen fragwürdig. Ja, gut. Das sind halt vor allen Dingen Fraktionen, die quasi gleich sind. Und sich halt nur dadurch unterscheiden, wie viele Spieler gerade in den Fraktionen online sind. Und je nachdem, auf welchen Kanal wir gehen, ist die Situation für unsere Fraktion dann auch vollkommen anders. Ich glaube, das hier wäre ein ganz lustiges Spiel, wenn man eine kleine Gruppe von Leuten hätten, mit denen man die dann regelmäßig töten kann. Die anderen Fraktionen und Gebiete einnehmen gehen kann und so. Artefaktaktivierung. Aktiviere ein Artefakt mit deinen Seelenpunkten. Tak, 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 tak. Da, 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 da. So, ganz viel aktiviert. Artefaktaktivierung. Machen wir vorläufig mal auf automatisch, weil ich das sonst andauernd vergessen werde. Das wäre ja nichts Neues. Wie sieht's mit Mastery aus? Gib mir Angriffsgeschwindigkeit plus. Angeschlagene Cheaper Warrior, das ist schön. Geht doch nichts über angeschlagene Cheaper Warrior. Hock, hock. Boah, wie krank dieser Schadensunterschied einfach ist im Vergleich zu unserem Supporter, den wir beim letzten Mal gespielt haben. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Geht alle sterben. Die Verbindung scheint gerade wieder ein bisschen langsamer zu werden, wenn ich das richtig sehe. Yep. Bricht auch gerade wieder ein bisschen zusammen. Es wird daran liegen, dass heute ein Feiertag ist. Ja! Boom! An Feiertagen ist die Verbindung halt grundsätzlich häufiger mal ein bisschen schlechter, wenn die Leitungen überlastet sind. Zack, bumm, tot. Okay, töte Cheaper Warrior, töte Cheaper Archer, melde dich bei Frey. Davon ab brauchen wir aber noch White und Black Fur. Kiten, Kiten, Kiten. Das macht natürlich Kiten deutlich schwieriger. Würdest du Tales of Xillia LPen oder Tales of Zestiria? Nein. Nein, ich habe in meinem Leben noch kein Tales-Game durchgespielt. Das einzige Tales-Game, was ich großartig gespielt habe, ist Tales of the Abyss. Und das habe ich auch nie durchgespielt. Obwohl mir das Spiel sehr gut gefallen hat eigentlich. Ich hing irgendwann einfach fest. Irgendwann kommt man an eine Stelle, wo es so ein bisschen open-worldy wird. Und ab da habe ich vollkommen den Faden verloren, wo ich jetzt hin muss. Und dann habe ich aufgehört, das zu spielen. Da ich es ohne Guide oder sowas gespielt habe. Zack, bumm. Ja, und dann können wir auch schon wieder rübergehen und unsere Quests abgeben. Wenn man weiß, was man machen muss und viel Damage macht, dann geht das ja alles hier deutlich, deutlich schneller. Ob das Slime noch sterben wird. Was? Slime getötet. Da, jetzt haben wir Slime getötet. Und 20 SP erhalten. Rink. Raus hier. Ja, da vorne können wir unsere beiden Quests abgeben. Hallo Frey. Viel Spaß damit, Frey. Bist du bereit? Ja, ich bin total bereit. Habe ich gerade... Ja, wir haben einen Dagger gekriegt. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch eine neue Waffe. Schauen wir doch mal. Old Dagger of Justice. Boah. Okay. Diddle, diddle, diddle. Zwei Waffensets. Boah. Können wir uns nochmal angucken, was die anderen Dagger so machen, wenn es denn funktionieren sollte. Werte deine Waffen auf, ja, ist ja gut. Wieso kann ich nicht auf die Dagger ändern? Was mache ich falsch? Ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich falsch. Battle Arena Scroll will ich gerade nicht hin. Hallo Lear Wallen, abschließen, wähle deine Belohnung aus, Rüstung, Schaden, Schaden. Dödle, dödle, dödle. Okay, an die Füße damit. Welche habe ich denn jetzt? Okay. Die will ich da auf jeden Fall an den Füßen haben. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir zu Ren rüber, Shop. Kannst hier mal meine Stiefel haben und die Verkaufsgegenstände hier. Welche davon können wir stacken? Wieso kann ich die hier denn nicht stacken? Ah, weil Lag. Okay. Einfach nur weil Lag. Okay, soweit so gut. Ja.
Wie verdiene ich mehr Seelenpunkte? Töte 5 Minions. Ja, wir müssen wohl eben in die Arena rüber. Also aktivieren wir die Battle Arena Scroll. Rump. Ich glaube, das kann jetzt noch eine halbe Stunde dauern, bis wir tatsächlich rüber transportiert werden. Hallo? Arena? Hallo? Oh, ich habe inzwischen auch die Dagger ausgerüstet, das ist ja schön. Ha. Und wieder scheinen wir an den Verbindungs- und Lag-Problemen festzuhängen. Das ist ja ausgesprochen ärgerlich. Oh, und da wären wir dann auch schon. Kann ich jetzt zwischen meinen Waffen bitte hin und her schalten? Ich möchte eigentlich die Dagger gar nicht haben. Ach, ich bin zum ersten Mal auf der anderen Seite des Schlachtfeldes. Huch! Teleportation? Oh nein, da sind andere Spieler. Die will ich auch gar nicht haben. Der Krieg hat begonnen und die anderen Charaktere fliegen übers Schlachtfeld. Ah ja, jetzt kann ich auf die Waffen halbwegs wechseln. Wir gehen einfach mal auf den Tower drauf. Auch schön. Ja. Turm zerstört. Klicken wir mal auf den Belagerungsvasallen. Kann ja nicht stören, ne? Mal ein bisschen die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Nutze einen Spellstone aus deinem Inventar, um eine deiner Waffen aufzuwerten. Ja. Machen wir einfach jetzt. Zack. Gemacht. Und Level 1 deiner Waffen auf Stufe 10 werden wir gleich machen müssen. Schön. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, weil es laggt eigentlich nur und es passiert nicht so wirklich irgendwas. Was ein bisschen ungünstig ist insgesamt. Klasse A-Klasse. Zerstöre Nexus. Ich habe so das Gefühl, meine Klasse hat deutlich darunter gelitten, dass ich andere Spieler hatte, die gerade deutlich effektiver und schneller waren als ich. Okay, verlassen. Ganz davon abgesehen, dass ich quasi nichts machen konnte, weil irgendwie nichts passiert. Tja, die Verbindungsprobleme sind leider echt viel zu extrem gerade. Tja, kann ich das mit dem Stream wohl vergessen. Nächste abschließen. Jawohl. Ganz viele Erfahrungspunkte für uns. Sprich mit der Wache. Ganz abgesehen davon haben wir wieder Erfolge. Zerstöre den Nexus. Haben wir geschafft. Juhu, ganz tolle Dinge. Benutze das Portal. Ja, vorher haben wir aber vielleicht noch einen Quest, den wir nochmal machen können. Mal überlegen. Oder ist es nur der Kill-Quest für die Furbies hier? Brauche ich hier noch ein paar Skelettknochen? Ne, es ist Skelettknochen-Quest. Den können wir annehmen. Skeleton Bones, Elite Skeleton Bones und gibt diese Odin. Ja. Willst du das Gebiet verlassen? Ich will erstmal gucken, ob ich den Stream irgendwie zum Laufen kriege. Schauen wir mal eben. Vielleicht habe ich ja Glück, indem ich die Qualität kurzzeitig runterstelle. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir machen mal. Streaming starten. Ich frage mich, was jetzt mit der Aufnahme passiert, da ich gerade mitten in der Aufnahme die Einstellung dafür verändert habe.
Ich werde es gleich merken. Willst du das Gebiet wirklich verlassen? Ja, möchte ich. Achievements complete, Erkundung des Abyss. Ich brauche Skeleton Bones, also töten wir die Viecher hier mal unterwegs. Nicht, weil die Verbindung einfach nicht mitmacht. Ha. Ja, gut. Ich würde sagen, schade, ne? Hätte ja funktionieren können. Entweder sterbe ich gleich einfach instant zwischen den Viechern, oder es passiert einfach gar nicht, so wie jetzt gerade. Ha. Ja, gut. Hat auf jeden Fall keinen Sinn. Also, ich würde sagen, ich stelle mich jetzt hier mal in die Ecke und wir sehen uns wohl demnächst wieder. Ich werde wohl ohne Stream nebenbei noch ein bisschen spielen. Läuft ja leider nicht. Jut. Sehe an den Stream. Ich schätze, man kann später auf YouTube gucken. Wohl oder übel. Bis dahin. Lass mich mal kurz die Einstellung zurückändern und dann spielen wir einfach ohne den Stream. Ist zwar doof, aber naja. Und die FPS wieder hochschalten. So, weiter geht's. Mal gucken, ob wenn ich den Stream ausschalte, das Spiel auch nebenbei funktioniert oder ob hier sich einfach gar nichts tun wird. Momentan sieht's aus, als ob sich hier einfach gar nichts tun wird. Eieieiei. Ja, gut. Das ist wirklich null. Absolut null. Keine Reaktion, null. Dann werde ich die Internetverbindung wohl wechseln müssen. Mal gucken, was passiert. Wir wechseln die Leitung. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt gleich rausfliegen. Bindung zum Server unterbrochen. Die war auch schon die ganze Zeit unterbrochen. Erzähl mir doch nichts. Die ist nicht erst seit jetzt gerade unterbrochen. Okay. Dann betreten wir nochmal neu. Jawohl. Über eine andere Internetverbindung. Bitte versuche es in ein paar Minuten nochmal. Da. Okay. Wieder rein. Jetzt sind wir plötzlich hier drüben. Wahrscheinlich haben wir offiziell nie das Gebiet betreten oder so. Oder wenn man disconnected wird, wird man einfach rausgeschmissen. Ach, schaut euch das mal an. Die gehen an dem Schaden. Ist ja unglaublich. Zack, bumm, krach. Hey, schaut's euch an, schaut's euch an. Da wird tatsächlich verarbeitet, was ich mache. Mal eben an den Chat schreiben. Wir brauchen noch Elite Skeleton Bones. Die sind, glaube ich, auch hier irgendwo in der Umgebung anzutreffen. Gucken wir gleich mal. Der Respawn im Spiel ist zu schnell, als dass ich zwischendurch was in den Chat schreiben könnte und dann hier weitermachen könnte. Jetzt rennen wir erstmal schnell in die Mitte. Die hier eigentlich angeschlagen. Zack, gestorben. Irgendwo müssen doch die Elite Skeletons hier auch noch rumlaufen. Da, Elite Skeleton Archer. Sehr gut.
greife die mal ein bisschen an. Währenddessen muss ich mal schnell das Announcement zurücknehmen, dass überhaupt heute ein Livestream ist, weil es ist heute kein Livestream. Löschen. Ja. Gelöscht. Ich hoffe mal, mein Charakter stirbt währenddessen nicht. Aber das DPS-Monster hier kann sich, glaube ich, für ein paar Sekunden selbst verteidigen, ohne dass ich da bin. Okay. Ja, hat sich gut selbst verteidigt. Und inzwischen viele Elite Skeletons getötet, seitdem ich das letzte Mal auf das Spiel geguckt habe. Komm, Kollege. Komm hier rüber. Ich kalte dich so lange tot. Elite Skeleton bei uns 6 von 10. Das ist ein normaler Skeleton Warrior. Ich könnte meine Waffe natürlich mal eben upgraden, fällt mir gerade so ein. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Und Waffe auf Stufe 10. Yay! So, Bogen auf Stufe 10. Sehr gut. Machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Kann man immer gut gebrauchen. Nehmen wir mal einen Rundumangriff hier vorne. So, Search! Noch zwei weitere Elites, dann können wir das Odin zurückgeben. Außerdem müssen wir noch den Scout in Corps Incineration finden, aber dafür kann ich ja gleich einfach Auto Walk benutzen. Sobald wir genug Elite Skeletons tot haben. So, Search rein, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Und tot. Sehr gut, sehr gut. Scout! Ja, du bist sehr gut versteckt, Scout. Stand beim letzten Mal, glaube ich, an einer anderen Stelle. Sehr gut. Was war das da unten noch gleich? Finde das geheime Dokument. Achso, ist noch Part desselben Quests. Ja, Tidus, dann renn doch mal da runter. Hier, hast ein bisschen Zusatzbewegungsgeschwindigkeit fürs Runterrennen. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon Stufe 11. Und ich glaube, locker eine Viertelstunde habe ich einfach nur mit Internetproblemen zugebracht. Von daher dauert das auf jeden Fall nicht lange, einen Charakter schnell hochzuleveln, wenn man das Spiel einmal kennt. Tötet sie alle! Aha. Die sollte ich umnieten hier? Hau mal ein D rein, hau mal ein F rein. Hau mal ein W rein. Während die da lustig im Kreis laufen, versuchen wir den einen Skeleton Archer da zu töten. Du hältst Fragment of Dark Spell irgendwas ist. Schock! Wir sind in einen Dungeon eingeladen. Nein, ich will nicht in die Dungeons rein. Schock! Du hältst Secret Document. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich's. Dann können wir das zurückgeben gehen. Bei... Müssen wir wieder zu Scout zurück? Scout hat einen Quest für uns, aber wir müssen es bei Scout eigentlich nicht abgeben gehen. Ja, wir gehen mal eben hin, mal gucken, was Scout von uns will. Zwischendurch auf ein bisschen Regeneration warten, aber... Die automatische Lebens- und Mana-Regeneration in diesem Spiel ist ziemlich traurig. Eher D und F drücken. Hallo Scout. Du willst, dass ich Skelette zur Strecke bringe. Töte den Anführer der Skelett Warrior, töte den Anführer der Skelett Archer und melde dich bei frei. Ist der Quest. Okay. Wo ist denn der Anführer der Skelett Warrior und der Anführer der Skelett Archer? Damit sind jetzt aber nicht die Elites hier gemeint, oder? Auto-Move bringt mich nirgendwo hin. Auto-Move läuft noch nicht mal in irgendeine Richtung los. Hm. Oder waren das die Typen, die ich jetzt gerade eben besiegt habe und deswegen geht der, kann der da nicht Auto hinmoven? Ich vermute mal, es sind die Typen, die ich gerade eben erst gelegt habe. Gehen wir einfach mal da runter und dann gucken wir mal. Tidus, geh die mal bitte umbringen. Außerdem D und F. Damit wir von denen nicht im Gegenzug umgebracht werden. Skeleton Archer Officer.
Skeleton Warrior Officer. Ja, ich denke mal, das werden die beiden sein, die für den Quest killen muss. Jetzt sterben! Monsterjäger, Achievements complete! Und wenn ich einmal im Nahkampf bin, ist es vielleicht effektiver, die Dagger zu nehmen. D und F bitte. Bevor ich hier noch sterbe. Oh, guter Schaden mit den Daggern. Davon ab, gibt diese Odin. Wir sollten mal zurückgehen. Oder wir könnten noch eine Scroll benutzen. Zeit sparen und so. Return Scroll. Und raus hier. Dann geben wir den Quest bei Odin ab. Dann geben wir Quests bei Frey ab. Benutze die Gaia-Tom in deinem Inventar, ist der nächste Quest. Davon ab will Ren irgendwas. Ren, was willst du von mir? Den Brief Ren bringen. Ja, können wir machen. Ist ja kein großes Ding. Okay, dann benutzen wir den Gaia-Tom. Urgent Letter. Hawker Letter. Und dann sollten wir raus in die freie Welt kommen. Achievements complete, Erkundung Gaias und rein in die Stadt rein. Eine wichtige Nachricht. Können wir direkt Freya in die Fresse stopfen. Zack, viel Spaß damit. Wir werden die Weltkarte öffnen. Ja, wissen wir schon. Zack, Achievement. Freyas neuer Quest von uns. Sprich mit Cassia. Boah, dann gehen wir mal eben schnell da hoch. Und können unser Inventar wieder leeren und so weiter und so fort. Wir sind jetzt auch schon Stufe 14, merkt man. Und wir haben vor allen Dingen schon unsere beiden Waffen, die wir kriegen können mit diesem Charakter. Der scheint ja nur Dagger und Bögen zu haben. Dudlo, dudlo, dudlo. Hallo Ren. Hallo Fergus. Klicke auf Zerlegen. Habe ich denn was zum Zerlegen? Was Gutes zum Zerlegen? Nicht so richtig, ne? Ich habe den Crush-Ring hier. Zerleg mal den Crush-Ring. Ring. Zerlegt! Ja, gute Arbeit, Team. Ren, gib mir einen Quest. Odin, gib mir einen Quest. Owen, nimm meinen Quest an. Wähle etwas auf und drücke auf Herstellen. Erstellen. Ich würde gerne Potion of Health machen, aber ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Das heißt, mal eben schnell verkaufen. Hier vorne sind ja genügend Shops. Die beiden hier stackbar? Nein, das sind C und D. Dann verkaufen wir einfach das hier und verkaufen das hier. Und verkaufen das hier. Empty Flask. Und verkaufen das hier. Die verkaufen wir nicht. Die können wir mal versuchen zu stacken. Die können wir mal versuchen zu stacken. Aha, bisschen Platz geschaffen. So. Gib mal deine Quests hier und dann sollte ich noch erstellen. Potion of Health herstellen. Zack. Klonk. 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 Success! Juhu, wir haben plötzlich Health Potions. Tun wir direkt mal da rein. Die können wir leider nicht weiter aufeinander stacken. Dann können wir die 16 Dinger, die wir haben, verkaufen. Viel Spaß damit und viel Spaß damit. Nimm mal die Mana Potion Sorten rein. So. So weit, so gut. Dann. Wollen wir die nicht haben? Die wollen wir aber haben. Oracle Set Kostüm. Ja, warum nicht? Old Belts können wir anziehen. Okay. Der hier kann weg. Erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Dann gehen wir zu Kelsey rüber, schauen mal, was die gerade für ein Quest für uns hat. Und dann können wir bei Freya noch unseren Large Quest hier abgeben. Top, 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 top. Tidus geht rüber. Und da ist Kelsey. Legion erstellen.
Ich schätze mal, hier kann ich meine eigene Gilde gründen, wenn ich wollte. Okay. Ja, jetzt müsste ich jede Menge Kram machen. Hallo Freya. Abschließen. Du hältst Thorn Gloves. Rüstungsdurchdringung plus 6. Klingt gut. Legen wir doch direkt mal an. Oh, wir sind extrem nah am EP-Limit momentan. Und dann können wir noch zum Warehouse-Manager rübergehen und mal eben unseren ganzen Kram hier rein tun. Warenhaus. Das kommt erstmal weg. Das kommt erstmal weg. Wobei, wir könnten die Dinge auch eigentlich einsetzen, ne? Wir könnten auch eigentlich unseren Bogen direkt weiter upgraden. Eigentlich kein Grund, das momentan nicht zu tun. Hoch damit auf Level 30, damit wir einen super Old Bow of Frost haben. Bis wir irgendwann unsere eigenen Waffen craften oder so. Bis dahin muss das Ding hier nützlich sein für uns. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Und jetzt haben wir keine Dinger mehr übrig. Auf Level 29, natürlich. So, der Kristall bleibt hier. Verstärkungsding bleibt erstmal hier. Arena-Medaillen bleiben hier und blaue Kristalle bleiben hier. Gut. Ja. Jetzt haben wir ganz viele Punkte in der Meisterschaft. Erstmal DPS hochmachen. Rüstungsdurchdringung plus. Ja, das würde ich sagen, machen wir mal. Verkürzte Abklingzeiten ist jetzt nicht so nützlich. Reduzierte Mana-Kosten ist jetzt nicht so nützlich. Schaden plus prozentual. Greed für jeden Todesstoß wirst du um 5% deiner momentanen Gesundheit geheilt. Ah, gar nicht so schlecht. Was haben wir denn noch in Submastery? Noch irgendwas, was ich haben möchte? Mana hoch, Crit-Treffer hoch. Da sind noch Schaden hoch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Saved by the Lights. Und dann können wir 2 Punkte in Havoc legen. Geht unser Schaden wieder um ein paar Prozent hoch. Okay. Ja, wunderbar. Und da das mit dem Stream so gut funktioniert hat, würde ich sagen, erstmal können wir den Quest hier droppen, den mache ich sowieso nicht nochmal. Was ist das wohl erstmal mit dieser Aufnahme hier, die jetzt kein Streamer ist? Leider. Bis dahin. See ya.